Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Cards Clash Schlosskonflikt Update Info Video heute am Donnerstag und ich will euch heute alles über das neue kommende Update erzählen. Zuallererst will ich mit dem Post anfangen, den iGood Games zu dem Bild, das ich euch gleich zeigen werde, geschrieben hat. Das Ganze wurde auf Englisch gepostet und ich habe euch jetzt das beste Deutsch in guten Deutsch-Bayerisch übersetzt. Ja, servus. Hey Clasher. Wir sind zurück mit neuen Insider-Informationen. Das neueste Update wird euch die Möglichkeit geben, den Boss im verlassenen Königreich leichter und öfter zu besiegen. Der unaufhaltbare Lost Dream Dämon hat nicht vorhergesehen, dass eure Helden mit Level 200 und dem Skill von 10 von 10 auf ihn zukommen. Doch wenn eure Helden jetzt so hoch sind, dann müsst ihr natürlich auch eure Base gegen eure Gegner upgraden können. Level 25 bei den Gebäuden ist das neue Ziel. Und wir wollen mal sehen, was das in den Hero Trials und den Wellen, also den Herbie Monsters, ändert. Geil, geil, geil. Genau das habe ich mir auch erstmal gedacht. Nach dem Text braucht man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Es gibt jetzt ein neues maximales Level bei den Gebäuden, das Level 25 ist. Es gibt die Möglichkeit, seine Helden auf Level 10 abzugraden. Das heißt Level 2, also Stufe 10, Level 200. Und den guten Skill, der darf jetzt nochmal eine Stufe höher rücken. Nicht mehr 9 von 9, nein, es heißt jetzt 10 von 10. Das heißt, jeder hat jetzt die Möglichkeit, nochmal richtig, richtig viele Ruhmpunkte in seine Helden reinzupushen, denn es kostet 500.000 Ruhmpunkte, seinen Helden von Stufe 9 auf Stufe 10 zu bringen. Dann wahrscheinlich noch, ich schätze mal, richtig, richtig viele Fackeln und natürlich die Skills. Ich glaube, 80.000 Splitter werdet ihr dafür benötigen, quasi um dann Slimes zu kaufen oder andere Opfer, um diesen hohen Skill zu erreichen. 80.000 Splitter, das ist natürlich eine Menge, das muss man erstmal farmen. Und dann wären wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich die Wellen, denn ich denke, nach diesem Update wird ja noch endlich die Welle T in Deutschland gemacht werden. Ich glaube, in Japan ist es schon länger gemacht, in Amerika wird es jetzt auch geschafft. In Deutschland wird sie dann auf jeden Fall geschafft werden, denn mit Level 25er Gebäuden hat man natürlich viel höhere Denkgebäude, man hat höhere Helden, Level 200, einen höheren Skill, 10 von 10, es ist einfach richtig, richtig geil für höhere Spieler. Für 95% aller Spieler macht dieses Update eigentlich gar nichts aus. Vielleicht die Gebäude, denn da haben die meisten schon Level 20, das kann man einigermaßen schnell erreichen. Bei den Skills und bei den Heldenlevel, da haben dann die anderen 5%, also quasi die Elite, sage ich jetzt mal, nochmal die Möglichkeit, richtig durchzustarten. Die haben dann auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, ihren arbeitslosen Arbeitern ein bisschen Arbeit zu geben. Und dann sind wir alle glücklich. Hoffe ich auf jeden Fall. Was haltet ihr von dem Update? Also ich freue mich wieder riesig aufs Update, insbesondere auf die Gebäudelevel. Das wird nämlich das einzige sein, das ich persönlich erstmal upgraden kann. Aber vielleicht seid ihr schon ein Spieler, der die Möglichkeit hat, seine 180er Helden dann auf Level 200 abzugraden. Wird natürlich in der Arena einiges verschweren für die Leute, die das noch nicht können. Beispielsweise wird in den Wellen riesig viel verändern, wird in Hero Trials einiges erleichtern. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber jetzt ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von dem Update? Freut ihr euch darauf? Könnt ihr es überhaupt nutzen? Oder ist es für euch, wie für die meisten, erstmal ein Update, das ihr erst in geraumer Zeit nutzen könnt? Eure Meinung interessiert mich brennend, also schreibt es einmal unten in die Kommentare. Falls mir noch irgendwelche anderen Informationen zu dem kommenden Update unterfallen, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Donnerstag und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. See you later. Alligator.